jetzt auf einem Flug der Austrian Airlines und ich habe mal bei einem Business-Class-Flug, wo es ja darum geht, komfortabel zu reisen, leider feststellen müssen, dass weder die Tische sauber waren, noch die Kabine sauber war, die Stühle waren sehr verschmutzt, die Toilette war verschmutzt und es gab auch überhaupt keinen richtigen Stauraum. Das heißt also hier oben alles voll für die Sicherheit und die kleinen Fächer eben. Die Crew muss ja auch ihr Kram irgendwo unterkriegen. Also das heißt, wenn jetzt sozusagen ich in der ersten Reihe sitze und habe keine Möglichkeit, wenn jetzt die Business voll wäre, mein Gepäck unterzubringen, weil ich ja vielleicht nur einen kleinen Koffer dabei habe, dann ist das natürlich vom Service her absolut unerträglich. Also hier muss auf jeden Fall eine Verbesserung her. Hier heißt das Motto, make my business class great again. So, der Horn hat sich ja das ganze letzte Jahr darüber beschwert, dass zum Beispiel bei der Austrian, speziell bei Austrian Airlines, überhaupt keine Möglichkeit war eines abwechslungsreichen Caterings. 4 Speisen insgesamt für ein ganzes Jahr oder seit 2 Jahren schon. Und es gab nicht eine Variation, also immer das Gleiche. Es scheint ein bisschen zu greifen. Es wird auf jeden Fall jetzt schon eine Variation angeboten von verschiedenen Speisen. Und das macht natürlich extrem Freude. Der Ron prangert in diesem Falle erstmal die Sauberkeit an. Und auch das natürlich der Purser. Die Purser die Sauberkeit. Und zwar aus dem Grunde dieses Fluges, weil die Crew sehr spät ankam hier, hatte die überhaupt keine Zeit, die Kabine zu überprüfen. Und das Problem ist natürlich, wenn die das nicht überprüfen auf die Leute, die ihr sauber machen, auf diese Firma, kann man sich nicht verlassen, weil das sah wirklich unmöglich aus. Die Toilette nicht hier vorbereitet, schmutzig, die Tücher nicht da gemacht. Also da ist natürlich jeder froh, wenn er überhaupt hier fertig wird. Es muss die Möglichkeit sein, dass man sich auf die saubere Kabine verlassen kann. Denn das ist ja meine Frage, kann ich, wenn das zum Beispiel schmutzig ist, ich das dokumentiere, kann ich dann zum Beispiel mein Geld zurückverlangen, also einen Teil des Geldes. Denn wenn ein Hotelzimmer nicht sauber ist, läuft ja das Prozedere so, ich sage Bescheid. Entweder machen die das Hotelzimmer sauber, wenn es nicht sauber zu machen ist, ist die Frage, entweder bekomme ich ein anderes Zimmer. Das muss ja hier auch der Fall sein. Ein anderer Flug geht ja nicht, also müsste hier eine Erstattung, eine Gutschrift stattfinden. Da ist der Raum dran. Es muss rechtlich geklärt werden, denn wenn sie es, und ich rede ja schon seit über einem Jahr über das Thema Sauberkeit, wenn die das also nach einem Jahr nicht schaffen, dann wird das jetzt, muss das rechtlich geklärt werden. Sehr nett, vielen Dank. Sie müssen es auch schreiben. We have fair weather, sunshine, some thin but high reaching clouds, as you can feel, we can. In der Hamburger grünen Lounge, also im Upper Deck. Das ist witzig, das heißt ja Upper Deck. Wenn ich an unsere 747 noch denke, also die Lufthansa 747 Upper Deck, kennt ihr eigentlich noch die First Class, die da oben war in der 747? In der 747-400 im Upper Deck, die First. Ich zeige euch mal ein Bild. Ich weiß noch, wie es war. Das waren Zeiten, wa?
das war sozusagen eines der besten First-Class-Produkte und vor allen Dingen hatte das Lufthansa. Heute macht das Singapore Airlines, hat sich Lufthansa einfach nehmen lassen, diese wundervolle Idee. War ja eine Notlösung, aber die Zeit, die wir das genießen konnten da oben, meine Güte, man lag so rechts und schwärmte, aber das ist ja nicht unser Thema. So wie das eben jetzt hier im Upper Deck aussieht, das heißt schmutzig, die Tische völlig unaufgeräumt, nicht abgewischt. Hamburg Airport, da bleibt eigentlich das nur zu sagen im Moment immer noch ein Sorgenkind. Ich bin sprachlos heute. Ich bin sozusagen mit der Ausrede in der Business Class geflogen und war völlig sprachlos, mir an Bord geboten wurde. Das Reinigungspersonal hat völlig geschlammt, also wahrscheinlich war gar keiner da, denn die Tische waren schmutzig, hatten noch Rotweinränder etc. Extrem schmutzig, extrem negativ und ich muss sagen, es hat mich wirklich enttäuscht. Was positiv war, war das Catering. Da gibt es ein schönes Bild zu. Dieses Catering ist zumindest, also ich meine, ich habe mich jetzt 2 Jahre intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und ich meine, never ever Eurowings. Also das Catering hat sich verbessert. Ich meine, ich habe wirklich jetzt 2 Jahre lang intensiv geschrieben, gemacht und getan, dass es immer bei der Auswärts das gleiche Catering. Ich meine, das war einfach langweilig und das musste verbessert werden. Das ist jetzt, ich glaube mal, wirklich mit Stand diesem Jahr hat das angefangen, dass es besser geworden ist. Aber was ein Albtraum war heute, schaut euch mal diese Gläser. Und da kam die Pörserin zu mir, weil ich sagte, können Sie mir nochmal ein zweites Glas geben ohne Inhalt? Da sagte sie, ich habe flink geguckt, aber die Gläser waren sauber. Ich sagte, ja, sie haben im Dunkeln geguckt, habe ich gesagt. Sie muss natürlich das Ding ins Licht halten. Und das habe ich gemacht. Sobald man die Gläser ins Licht hält, sind die extrem schmutzig. Ich meine, das ist wirklich nicht mehr auszuhalten. Dass jetzt das Catering zwar gewechselt hat, aber die Gläser völlig verschmutzt sind. Da muss man doch überprüfen. Es muss doch jemand bei Do & Co. in der Abteilung beim Catering stehen. Einmal eins rausnehmen, mal gucken, stimmt die Mischung mit der Spülung, stimmt die Mischung mit der Sauberkeit? Denn ich meine, die Qualität der Gläser ist in Ordnung. Aber jetzt geht es natürlich um Sauberkeit. Und ich erwarte in der Business Class bei Austrian Airlines ein sauberes Glas. Und selbst die Pörserin war erstaunt. Alle Gläser, wir haben alles durchgeguckt, alle Gläser waren schmutzig. Es ist natürlich wieder komisch, in dem Sinne, war nur noch eine Person da, die hat aus dem Glas getrunken. Also das heißt, dem hat es nichts ausgemacht. Das ist ja das, was ich auch nicht verstehe. Ich meine, es geht ja darum, wenn niemand etwas sagt, außer der Hon, das gibt's doch nicht. Ich meine, ihr müsst doch auch mal euch artikulieren. Ihr könnt doch nicht einfach aus dem Glas trinken, was ihr nicht kontrolliert und was ihr nicht guckt. Ihr wundert euch, dass ihr nachher was am Mund habt. Also der Hon hat das jetzt auf jeden Fall notiert, hat das auch wieder artikuliert und hat es auch dementsprechend vorbereitet. Ich werde das natürlich weitergeben. Es müssen vor allen Dingen oben, da wo man das Gepäck hinlegt, das muss auch kontrolliert werden. Das war auch schmutzig. Dann hatte man keinen Platz, Gepäck hinzulegen. Das kam noch mal dazu. Also dem ganzen Schmutz, dass sozusagen in der Business Class, in den ersten 2 Reihen, keine Möglichkeit war, das Gepäck da oben reinzulegen. Und ich meine, das gibt's doch nicht. Wie kann denn das möglich sein, dass man das da nicht ablegen kann, weil da eben alles voller Technik ist und das kleine bisschen Platz ist dann für die Crew. Ich meine, das ist auch ein Witz, wirklich, dass die so wenig Platz haben. Die Crew kam zu spät, die konnte nicht checken, die Pörserin hat das nicht prüfen können, alles. Die sind so ein bisschen der Airline höriger als zum Beispiel die Swiss. Die Swiss-Pörser, die sagen ganz klar, was los ist. Ich meine, die sind eben selbstbewusst, ja, die sagen, wenn es eben schmutzig ist. Und da war das jetzt wichtig, dass ich auch hier mit der Pörserin mich kurz geschlossen habe, habe mir eher diese ganze Situation besprochen. Wir haben dann, sie schreibt einen Bericht, ich schreibe einen Bericht, damit wir unter dem Motto, ich meine, das ist das Motto, Hashtag Make My Business Class Great Again oder Hashtag Make My Business Great Again. Wenn ihr schmutzige Sachen seht, die euch nicht gefallen in der Business Class, dann seid so lieb, macht ein Foto davon und postet das unter Hashtag Make My Business Class Great Again, damit wir sozusagen eine Menge an Variationen, an Vergleichen finden. Damit versuche ich jetzt ein bisschen mehr Qualität in unsere Business Class zurückzubringen. Denn ich meine, wir bezahlen ja relativ viel Geld. Dadurch muss die Qualität auch gewährleistet sein. Wir wollen die Business wieder zurückbringen in einen guten Zustand. Auch hier am Flughafen Hamburg hoffe ich, dass also dieses Upper Deck mal wieder besser wird und auch sauber wird, vor allem damit sich Gäste hier wieder wohlfühlen können, wenn sie sich hier hinsetzen. Der Hon sucht ausschließlich die guten, schönen Geschichten. Wenn aber sozusagen die negativen Sachen dabei sind, dann zeige ich das auch. Denn die Realität, keine Fakes, das ist ein Versprechen, das gibt es hier beim Hon. Wenn es eben nicht in Ordnung ist, dann muss das genauso gezeigt werden und dann muss es dafür eine Verbesserung geben. Und im Moment habe ich das Gefühl, es wird alles eher schlimmer statt besser.
Und ich alleine, nochmal, ich kann es nicht alleine schaffen. Ihr müsst sozusagen mitmachen. Ihr könnt sozusagen mit mir zusammen eine Veränderung dieser ganzen Sache beibringen, aber nur, wenn wir das zusammen machen. Alleine kann ich zwar meinen Bereich machen, aber dann bleibt es für euch. Für euch bleibt es so, wie es ist. Es wird dann eher schlechter. Ist ein Go! Hier bei der Horn Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Horn und weiterempfehlen.